Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück, zu Let's Play Super Mario Odyssey. Im letzten Part haben wir angefangen, alle Powermonde im Polarland zu sammeln und sind schon um einiges weit gekommen. Uns fehlen nur noch 12 Stück und die möchte ich gerne alle in diesem Part sammeln. So, und der erste Powermond, den wir jetzt holen, ist hier oben. Denn erinnert ihr euch daran? Letztes Mal war hier ja nichts, aber jetzt ist hier ein Powermond. Durch den Mondquader. Aus dem Eis gesprungen. So, jetzt ist da drüben noch einer und die zwei Powermonde beim Koopa Freerunning. Das machen wir noch. Hallo, ich sehe da gerade auch eine Note. Hä, wir haben den schon mal? Das ist lol. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass wir den noch nicht haben. Also gedacht. Ich habe es nicht nur gehofft, ich habe es auch gedacht. Aber gut, was willst du schon machen? Na? Die Fische scheint die Eiskälte gar nicht zu interessieren. Warum nur? Ich würde so gerne einen aus der Nähe sehen. Ah, deswegen sind ja auch diese ganzen Löcher. Aber dazu muss ich erstmal wieder einen Cheep-Cheep finden, also. Dummer Pfosten. Dieser Idiot, Alter. Ich will Cappy ausfahren. Was macht dieser Idiot als erstes? Oh ja, ich mach mal so ein Konten-Schwimmdings. Schaffen wir es bis da hoch? Jo. Runder Bauch. Die Mundform ist sehr faszinierend. Die glatte Haut, kälteabweisend. Alles klar, ich glaube, ich bin dem kalten Fischgeheimnis auf die Spur gekommen. Na dann, wenn es weiter nichts ist. Cheep Cheep im Schnee getroffen. Dann machen wir jetzt noch das Koopa Freerunning. Gut, let's do it. Ich habe auch voll den Hunger. Ich gehe danach sofort das Essen nach diesem Part. Natürlich im Schnee. Jo, Mann. Okay, ich weiß schon, wo ich hin muss. Ja, du hässliches Arschloch. Das war ja gar nichts. Hätten wir es dem idiotischen Bastard nicht die Fresse angehauen, dann hätten wir es sogar noch einfacher geschafft. Läuft. Naja. Polarland Standardrennen. Dann weiter geht's.
Alles klar. Nein, ich Idiot! Ich hab mich versprungen! Ich hab mich voll verschätzt. Ich wollte eigentlich auch woanders hin. Und zwar ist da drüben auch noch eine Stelle. Nicht viel, viel besser war es jetzt nicht, aber es ging. Hauptsache, wir haben beides ganz gut gemeistert. Es gab jetzt kein Koopa Freerunning, wo wir ernsthafte Probleme hatten, ne? Nein. Polarland-Expertenrennen. Und war ich immer der Letzte? Wie sieht denn die Bestzeit aus? Bestimmt wieder von irgendwelchen. Bestimmt haben die wieder so eine richtig. Okay, 13 Sekunden. Ist sogar noch im Bereich des Möglichen, also. Noah, du hast doch irgendeinen an der Waffel. Was ist nur dein Problem? Warum versucht er überall so richtig krasse Zeiten zu machen? Ich verstehe es wirklich nicht. So, aber egal. So, damit haben wir alle Powermonde hier auf der Oberseite. Also ich glaube es jedenfalls. Dann gehen wir jetzt nach da und holen uns noch die 5 Stück, die es dort gibt. Lass mal kurz gucken auf die Powermonde-Liste, wie viele uns noch fehlen. Aber safe, es werden mehr als 5 sein. 8 Stück fehlen uns sogar noch. Naja. Wo die übrigen sind, werden wir dann später erfahren. Gehen wir erstmal hier rein und holen uns die letzten 5 Powermonde. Aber hier müssen wir die Monde auf eigene Faust suchen, also. Den Powermond hier haben wir ja schon, ne? Ja. Stimmt ja, hier gab es doch auch noch einen Powermond mit Hinweiskunst. Genau. Boah, und jetzt ist die Musik wieder so schön. Coins. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt erstmal hier runter gehen. Weil dort ist ja eine Sache für die Hinweiskunst. Ich kann auch kurz nachschauen. Moment. Ja, das ist diese da. Können wir die schon mal löschen, weil ich genau weiß, wo die ist. Am Ende weiß ich es dann doch nicht. Ja, und die letzten beiden sind halt im Ruinenland und im. Also im Ruinenland und im Pilzkönigreich. Knappe Sache. Da ist er auch schon. Mit finsterer Seite Kunst gefunden, 5. So, eventuell befindet sich auch noch ein Powermond im Warteraum. Dies kann auch gut sein. Hier sind jetzt eine Menge Kisten, die wir aber nicht zerstören sollten. Weil sich auf irgendeiner Kiste bestimmt ein Powermond befindet, oder? Warte mal, da glitzert was. Darf ich das einfach so machen? Ach, damit es weiter nichts ist. Vergessen im Warteraum. Dann schauen wir auch gleich mal, ob in den anderen Kisten noch irgendwas ist. Wer weiß, vielleicht finden wir hier ein 6-Leben-Herz oder ähnliches.
Außerdem muss ich sogar mich nochmal korrigieren. Und zwar möchte ich noch mal kurz Aufklärung schaffen zu dem Powermond, den man mehrmals kaufen kann. So, Moment. Den Powermond, den man mehrmals kaufen kann, das ist, also der in dem Shop, den kann man insgesamt 121 Mal kaufen. Wir haben ihn jetzt 31 Mal im Pilzkönigreich. Und ich glaube im Hutland, da haben wir ihn zweimal. Heißt, in wie viele Male? Ja, naja, also wir müssen den Powermond allgemein 121 Mal kaufen. Das hat mir halt der Fabi gesagt. Währenddessen sollten wir auch weiterhin fleißig Geld sammeln. Mhm. Okay, das hätten wir. So, ich muss da mal ganz kurz schauen, wenn ich ihn jetzt frage. Kein Preis. Okay, nein. Tja, sorry, aber wenn es nichts zu gewinnen gibt, dann lasse ich es doch lieber bleiben. Alles klar. Wo gibt es dann noch Coins? Da drin waren wir schon. Kann man das eigentlich ausmachen? Das würde mich mal interessieren. Nö, leider nicht. Diesen Powermond haben wir schon, ne? Ja. Peach? Lol, das ist ja Peach. Okay, dann werden wir zu ihr gleich mal gehen. Jetzt schaue ich mich noch um, ob es hier nicht noch irgendwas gibt. Bis auf diesen einen Powermond, den wir schon haben, leider nichts. Boah, und es gibt hier noch 4 Powermonde, die wir so holen müssen? Ah, okay, der Typ sagt schon alles. In diesem Land friert man sicher die Krempe kaputt, aber drinnen ist es wenigstens mollig warm. Ob die Rennen, die sie hier veranstalten, für Wärme sorgen? Ich würde auch gerne an so einem Rennen teilnehmen. Wir haben einen Powermond gefunden, er war im Schnee vergraben, jetzt gehört er dir. Ah, Peach ist so spendabel. Peach im Polarland. Ständig auf Achse zu sein, hat mich richtig hungrig gemacht. Woher bekomme ich einen ordentlichen Snack? Lol. Hi. Jetzt dürfen wir also nachts alles suchen, oder? Ja, den zu finden wird wohl ein bisschen schwieriger, oder? Komm, sag mir, es ist der Typ, ansonsten weiß ich es nicht. Oh, schade. Man kann hier hochklettern, so wie es scheint, oder? Nö. Oder ist er hier drin? Ich weiß es halt nicht, ne? Nee, hier kann er nicht sein. Schwierig, wirklich schwierig. Okay, aber wenn er hier nicht ist, dann wird er wohl irgendwo unten sein, also da an der Piste. Ja.
gucken wir uns mal um. Aber im Prinzip können wir ihn ziemlich schnell finden. Wir müssen uns ja nur genau umgucken. Es ist wirklich extrem schwer herauszufinden. Du vielleicht? Tatsächlich. Du hast mich gefunden und ich dachte, ich hätte mich exzellent versteckt. Ich möchte dir das hier geben, wenn du mich im Gegenzug einfach hier in Frieden bleiben lässt. Wow. Hutversteckspiel im Schnee. Aha. Ja, der Körper strahlt ja auch Wärme aus, ne? Ohne Wärme könnte auch keine Sau überleben. Gut, dann hätten wir diesen Powermond auch. Wie viele gibt es jetzt noch an Mondquader-Powermonden? 4 Stück? Und wo sollen die bitte sein? Und insgesamt fehlen es noch 5. Fragen wir jetzt echt mal. Ich frage jetzt echt mal Schnackkehlchen. Geplansche im Spalt. Was? Das ging extrem zweideutig und eklig. Goomba-Akrobatik, das Eis hinauf. Knifflige Eissprünge. Aber hier doch nicht, oder? Aber schon mal gibt einem nur 3 Tipps. Mond Nummer 33 fehlt uns noch und da hat uns gerade... Okay, knifflige Eissprünge. Geplansche im Spalt. Goomba-Akrobatik im... das Eis hinauf. Aber hier gibt es doch keine Zwischenräume mehr, oder? Geplansche im Spalt. Heißt es, wir müssen diese Räume wieder reingehen? Nee, oder? Aber es könnte sein, weil es sind genau 4 Räume. Diesen Goombas. Ach, ich werde einfach nachgucken. Eventuell. Jetzt habe ich ihn ja getötet, Mann. Jetzt kann ich das nochmal raus und wieder reingehen. Dankeschön, Spiel. Aber Geplansche im Spalt? What the fuck? Diese verfluchten, nutzlosen Fußvolkviecher. Wirklich toll. Guck mal, sind zu nichts Nutze, wirklich. Scheiß nutzloser Lappen. Ich habe hier eine Vibration gespürt, Moment. Ja, mein Controller vibriert hier, Moment. Ich spüre sie doch deutlich vibrieren. Ich höre einen Powermond. Oder? Ich kann echt keine Ego-Perspektive nutzen. Ich spüre jedoch deutlich eine Vibration. Hä? Naja. Diese nutzlosen Goombas, ne? So, hier brauchten wir 4 Goombas, ne? Die hatten wir dann auch. Aber das war's auch schon mit dem Powermond. Da ist er halt auch schon. Ich höre es hier schon wieder glitzern. Bin ich denn jetzt paranoid oder was?
Stimmt ja, eventuell ist hier oben ja irgendwas. Ich habe schon gedacht, wir werden jetzt alle getötet. Ah, okay, ich sehe es. Ja, es hat tatsächlich mit den 4 Rätselräumen zu tun. Da brauchen wir ganze 10 Goombas. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass uns kein Goomba hier stirbt. Sind das schon 10? Nein, genau einer fehlt noch. Wie halten die Goombas diesen Turm bloß aus? Das ist, als würden sich 10 Menschen aufeinander stellen. Irgendwann würde der unterste ja wohl zusammenbrechen. Goomba-Akrobatik, das Eis hinauf. Das tut so gut. Und das wiederum nicht. Alles klar. Dann gehen wir mal alle 4 Räume durch. Der Arme friert ganz. Also hier müssen wir ganz genau aufpassen. Oh, schön ist die Scheiße mit diesen Viechern. Och nö, du. An den Müll erinnere ich mich noch zu gut. Oh mein Gott. Wieso kann ich denn nicht in die fucking Ego-Perspektive gehen? Was ist mit dem Spiel bloß falsch? Junge, jetzt komm und hilf mir endlich. Hopp. Oh Mann. Jetzt komm her. Danke. Ich hör wieder irgendwas glitzern. Ach, gehen wir einfach mal da lang und sehen nach. Also da ist ja der eine Powermond nur. Das ist ja eine versteckte, aber den haben wir ja schon. Also wo zur Hölle ist denn der, ist dann der letzte Powermond? Geplantsche im Spalt. Mit dem Spalt kann ja nur das Eiswasser gemeint sein. Aber ich sehe weit und breit nichts, wo wir rein können. Also keine Öffnung. Trotzdem will ich es mal versuchen. Jetzt muss ich mal kurz raus aus dem Wasser. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber hier geht's nirgends rein. Versuchen wir mal einen der anderen Räume. Ich will es halt in diesem Part abschließen. Schauen wir einfach mal danach. Geplanschen Spalt, das war's ja nicht, ne? Geplanschen Spalt. Knifflige Eissprünge. Ich bin total verwirrt. Ich glaube, es werden auch wieder ein paar Monate sein, wo ich nachgucken muss, leider. Ich frage noch einmal Schnackelchen.
Geschlängel unter dem Eis. Geschlängel unter dem Eis. Oh lol, da sehe ich ein Powermond. Oh, Vorsicht. Wow! Okay, das ist sehr, sehr schwer, der Powermond. WTF! Mann, ihr Arschlöcher! Sterben gehen sollt ihr, ist das klar? Okay, ich muss das also ganz genau timen. Was tust du denn? Okay, wir haben ihn. Knifflige Eissprünge. Okay, das war der Powermond. Können wir direkt wieder gehen? Ja. Das war ein bitterer Fail. Aber egal. Ich wollte ja sowieso an den Anfang. Aber die 10 Münzen hätte ich auch gern behalten, ne? Was ist das denn? Münzen. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Alles klar. Ja, ich denke, dann können wir noch hier nach einem Powermond suchen und bei dem einen muss ich leider schauen, weil da weiß ich selber leider nicht. Ich könnte halt auch die ganze Zeit alles durchsuchen, aber dann wäre das Problem, dass ich dann nicht, immer wieder sterben würde, weil ich muss ja das Eiswasser durchsuchen. Welche Tipps hat uns Schnackkirchen noch gegeben? Geplansche im Spalt und Geschlängel unter dem Eis. Also irgendwo hier muss ein Powermond sein. Geht ja nicht anders, ne? Aber unter dem Eis, hätte er gesagt, unter dem Schnee an, dann hätte es mir direkt eingeleuchtet. Deswegen, manchmal höre ich auch irgendwie Powermonde glitzern, oder bin ich einfach nur dumm? Geschlängel, was könnte das denn bedeuten? Bis auf den Eingang sehe ich leider nicht viel. Wenn sich mit dem Tornado hochschießen lässt, dann könnte man eventuell darauf kommen, dass irgendwo irgendwas versteckt ist. Oh mein Gott. Hier ist ja nur dieser eine Powermond. Vorne schon der Eingang wieder. Und ansonsten, ja. War es das direkt. Und hier war dann dieser eine Bosskampf. Das! Oh lol! Okay, darauf hätte man echt kommen können. Ach, leck mich, du Arsch. Okay, den zu erwischen ist schwer. Aber jetzt habe ich ihn. Geschlängel unter dem Eis. Alles klar. Ah, hier war ja so eine Eispassage. Eventuell hätte man... Ja, das war auf jeden Fall relativ offensichtlich. Okay, dann werden wir uns jetzt den letzten Tipp von Schnackkirchen einmal abholen.
Geheimfahrt zu den Schlotterkompen. Moment mal. Heißt das, wir haben diesen Geheimfahrt noch nicht? Ja, stimmt. Okay, das ist über ein Gemälde. Warte, wir können das ganz einfach nachsehen. Indem wir jetzt erstmal zur Odyssee fliegen. Und dann gucke ich mir das an. So, da oben, ne? Da waren wir tatsächlich noch nicht. Okay. Dann, gut. Dann gehe ich jetzt mal eben zu den Schlotterkompen zurück. Alter. Und werde erstmal auf YouTube nach dem Powermond suchen, weil ich habe keine Ahnung, wo der ist. Und sobald ich Näheres weiß, sehen wir uns dann an der Stelle wieder, wo ich den Powermond finden werde. Deswegen, bis gleich. Okay, ich weiß jetzt, wo der Mond ist. Aber der Name des Powermondes ist so irreführend, dass du kaum Ahnung hast. Ich hätte es eigentlich selbst sehen müssen. Denn hier befindet er sich, der Powermond. Geplansche im Spalt. Im Spalt, das ist doch kein Spalt, liebe Entwickler. Welcher Vollidiot ist denn dafür zuständig, die Namen der Powermonde zu vergeben? Den Typen würde ich gerne mal persönlich kennenlernen. Ich habe halt im Spalt gedacht, dass das irgendein Spalt in der Wand ist. Aber nein, das ist da in dem kalten See. Das weiß man doch nicht. Aber gut. Wisst ihr was, Leute? Ist eigentlich auch nicht so schlimm. Wir haben jetzt den letzten Powermond, auch wenn ich ihn nachgucken musste. Einen Powermond können wir leider noch nicht bekommen, weil wir dazu noch ein Portal nutzen müssen. Und ich glaube sogar, es ist das aus Bowsers Land. Denn da war das eine Gemälde noch weiß. Aber ich würde trotzdem sagen, falls euch dieser Part von Let's Play Super Mario Odyssey gut unterhalten konnte, würde ich mich doch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Bewertung freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr leiden könnt, Leuten, die ihr nicht leiden könnt. 812. Und ein Abo ebenfalls nicht schlecht, wenn euch mein Content gut unterhält. Und im nächsten Part geht es dann auf ins Schlemmerland. Bis zum nächsten Mal bei Super Mario Odyssey.